Beide hängen hier drin. Ein Ellbogen ist kontrolliert. Der Kopf ist hier an der Seite. Wir sind relativ tief. So. Und jetzt ist es ganz oft so, dass er in der Rückwärtsbewegung einen langen Schritt nach hinten macht. Gleichzeitig sich aufs Knie fallen lässt. Und dann ist ganz, ganz wichtig, der Ellenbogen hier wird komplett mit runtergezogen. Und dann entsteht so eine Rotation hier im Oberkörper. Und dann gibt es hier einen Punch mit der anderen Seite. Ellbogen runter und dann könnt ihr ganz oft noch sehen, dreht ihr hier so dieses Bein auf. Und das ist eigentlich nur, um dem Oberkörper noch ein bisschen mehr Rotation mitzugeben und dann mit dem Punch nach vorne sich fallen zu machen. Also, häng hier drin, Ellbogenkontrolle, Fuß zurück, freier Raum. In diesen freien Raum geht jetzt ganze Gewicht rein, auf die Knie fallen lassen, Ellenbogen mitnehmen, Punch.